Heute will ich Ihnen zeigen, wie man selber Triaterra-Streu herstellen kann. Das ist der Originalbeutel. Und was wir dazu brauchen und verwenden werden, ist 40 Liter Pflanzenkohle für 25 Euro, 12 Kilo Basaltgesteinsmehl für 12 Euro und 5 Liter Triaterra Aktiv für 13,50 €. Die drei Sachen zusammen machen eine Art Triaterra-Streu. Unsere Triaterra-Streu ist noch ein bisschen ausgefuchster mit dem Keramikpulver und Zeolit. Aber im Wesentlichen kann man eine ähnliche Mischung für ungefähr den halben Preis herstellen mit diesen Zutaten. Das ist der Triaterra Videoblog. Hier geht es um EM, effektive Mikroorganismen, um Terra Preta Produkte und um Themen zur Begrünung der Erde. Und heute eben, wie man selber eine Art Triaterra-Streu herstellen kann. So, Triaterra-Streu, ich zeig's nochmal. Schneid mal den Sack hier auf. Ist halt eine Mischung aus Gesteinsmehl, Pflanzenkohle, also der Hauptzutat, 70% vom Volumen ist Pflanzenkohle. Dann ist es Basaltgesteinsmehl, Zeolitgesteinsmehl ist hier noch drin. Dann ist effektive Mikroorganismen, ungefähr 1 Liter auf so ein 10 Liter Beutel drin und ein bisschen EM-Keramikpulver. Das sind hier die wesentlichen Zutaten. Eine vereinfachte Mischung kann man herstellen bei sich zu Hause, wenn man eben Pflanzenkohle, 40 Liter Basaltgesteinsmehl, 12 Kilogramm und 5 Liter Triaterra Aktiv macht. Und das ist das, was wir danach ungefähr erhalten wollen. Gerade im Herbst mit dem großen Bedarf will man vielleicht ein bisschen mehr Triaterra-Streu haben und das geht dann schnell ins Geld. Deswegen mal selber machen. 40 Liter Pflanzenkohle, wobei wir bei den Abpackungen immer sehr großzügig sind. Das sind meistens doch eher um die 45 Liter und mehr. Damit da auch keine Klagen aufkommen. Da haben wir schon mal die Pflanzenkohle und in die Pflanzenkohle direkt rein. Das EM, das wird dann gleich von der Kohle aufgesaugt. Warten. Dann immer schön im Kreis rundum. So haben wir in der Vergangenheit angefangen, Triaterra-Streu herzustellen. Spaten, Mörtelwanne. Und da haben wir jede Woche 3 Mörtelwannen kaputt gemacht, weil wir so viel Streu hergestellt haben. Irgendwann haben wir uns dann einen Futtermischwagen zugelegt, der das jetzt zumindest die grobe Mischarbeit für uns erledigt. Abfüllen ist immer noch von Hand, weil das doch ein schwieriges Material ist, um das automatisch abzufüllen. Okay, das ist schon ganz gut vermischt. Die Mikroorganismen ziehen quasi direkt in die Kohle ein. Im Triaterra Aktiv haben wir pro Milliliter 10 hoch 9 Milchsäurebakterien, ca. 10 hoch 6 Hefen und weitere Mikroorganismen. Und die ziehen jetzt mit der Flüssigkeit in die Holzkohle ein. Und dann
mischen wir das mit dem Gesteinsmehl. Gesteinsmehl hat den zusätzlichen schönen Effekt, dass es erstens eine große Oberfläche hat, eine mineralische Oberfläche, negativ geladen, und dass es aber gleichzeitig auch viele Mineralien mitbringt. Sprich, es hat über 50% basische Mineralien, Phosphor, Kali, Magnesium, Calcium, alle Spurenelemente und gleichzeitig Tonmineral, Eisen und gleichzeitig eben diese große Oberfläche. Von daher, für diese vereinfachte Mischung würde ich immer Basaltgesteinsmehl nehmen, anstatt Zeolitgesteinsmehl zum Beispiel. Zeolit ist auch sehr gut, hat auch eine sehr große Oberfläche, aber hat kaum Mineralien, ist im Wesentlichen Siliziumoxid. Also hat nicht diese Beimengung an Kalzium, Magnesium und so weiter in der Menge wie Basaltgesteinsmehl. Gehen wir mal ein bisschen ran. Dass wir uns schon mal das Ergebnis anschauen können. Das mische ich jetzt noch ein paar Minuten durch. Ja, und dann haben wir es schon. 50 Liter Triaterra-Streu, ähnliche Mischung. Wie gesagt, unsere Triaterra-Streu ist noch ein bisschen ausgefuchster mit dem Keramikpulver und Zeolit. Und dann zeigen wir noch mal kurz, wie wir das verwenden. Da ist sie fertig, also wirklich ein Traum, erdfeucht von dem EM, von dem Triaterra aktiv. Dadurch ist es dann auch nicht mehr so extrem färbend mit der Kohle. Und diese Streu könnte man jetzt verwenden für Bokashi, ohne irgendwas anderes, da ist ja alles drin. Einfach immer ein kleines Schäufelchen auf jede Schicht Bokashi, wenn man Bokashi-Eimer macht oder Bokashi-Tonne. Dann kann man die verwenden für einen Stapelkompost, das zeige ich gleich. Und man könnte die auch verwenden für die Komposttoilette als Einstreu, dass man da jedes Mal eine Tasse nach jeder Benutzung drauf macht. Oder man mischt die direkt pur mit Urin, macht dann richtigen Schlamm draus und verwendet das, das zeige ich auch gleich nochmal, zum direkten Anwendung im Beet, zur Pflanzung und so weiter. Hier haben wir unseren Stapelkompost mit jeder Menge Wespen, die auf unseren schönen Birnen, die wir über hatten, drauf sind, damit das schön bedeckt ist und nicht fault. Einfach mal ein paar Handvoll Triaterra-Streu mit drauf, Stapelkompost Schicht für Schicht, immer wenn man eine Schicht neues Material hat, auch ein bisschen Triaterra-Streu mit drauf. So vom Volumen her ungefähr 5 bis maximal 10%. Das reicht schon aus. Und typischerweise dann nochmal mit dem Spaten etwas verdichten oder auch mit den Füßen feststampfen. Dann ist die Schicht abgeschlossen. Und je nachdem, wie schnell dann eine andere Schicht rauskommt, eventuell noch ein bisschen durchfeuchten. Das sieht jetzt hier ganz gut feucht aus. Aber eventuell dann, wenn es sehr trockenes Material ist, nochmal durchfeuchten. Das ist der Stapelkompost, und wenn es sich anbietet, kann man da das abdecken, so wie hier nebenan schon abgedeckt ist, der fertig aufgesetzte Stapelkompost, den wir dann typischerweise nach jeder Schicht mit manchmal oder nach einmal die Woche oder so jedenfalls dann abdecken mit Folie, mit Plane doppelt gelegt, dass da nicht so viel Luft rankommt, dass das nicht austrocknet. Anaerob ist so eine Mischung aus Anaerob und Aerob, der Stapelkompost. Nicht nach dem Motto, halt ihn feucht und tritt ihn feste, dann gelingt der Mist aufs Beste. Genauso machen wir unseren Stapelkompost. Feucht halten, festtreten, das heißt, wir haben überwiegend anaerobe Verhältnisse da drin. Dazu trage ich dann auch noch die Abdeckung mit Plane oder Folie bei. Und dann kann das da drin milchsauer fermentieren, aber ein bisschen Luft kommt halt ran. Es ist nicht perfekt abgeschlossen. Dadurch kommen auch immer Würmer und Pilze und so weiter in Gang. Dementsprechend findet hier auch schon eine Kompostierung statt, eine Vererdung, aber im Wesentlichen erstmal eine Fermentation. Und dieses Material kann man eigentlich nach 8 Wochen schon
eingraben, so ähnlich wie man Mist eingräbt oder zur Beetvorbereitung oder am Rande von Baumscheiben könnte man das schon eingraben, auch wenn das noch nicht Erde ist, sondern eben wie Sauerkraut noch das Material zu sehen ist. Das kann besser in der Erde weiter kompostieren und also besser im Beet direkt, in der Pflanzenbeet direkt zur Erde werden, anstatt dass man das hier auf dem Kompost alles bis zur perfekten krümeligen Erde runterbrechen muss. Die Düngewirkung von einem frischeren Material, was nur fermentiert ist und dann direkt eingegraben wird, ist ungefähr dreimal so groß wie das Material, das gleiche Material, wenn es kompostiert wird und vererdet wurde. Und dann die Krümelstruktur. Der ganze Stickstoff ist da schon verloren gegangen teilweise und einiges vielleicht ausgewaschen. Ja, jetzt nochmal kurz, was wir mit der Triaterra-Streu machen können in Sachen Urin. So, das ist hier, habe ich schon vor einer ganzen Weile angesetzt. Das ist unsere Triaterra-Streu, da ist schon einiges an Urin drin. Im Wesentlichen ist eine Möglichkeit, sehr, sehr schnell Triaterra-Streu mit Nährstoffen aufzuladen. Also die normale Möglichkeit ist Triaterra-Streu, so wie sie ist, mit EM und Gesteinsmüll und Pflanzenkohle in Bokashi, in Stapelkompost zu verwenden, in der Komposttoilette. Wenn man aber nicht so lange warten will, dass man das eben kompostiert, bokashiert, kompostiert und dergleichen verwenden will, sondern sofort, sage ich mal, heute kaufen, morgen verwenden will, dann gibt es die Möglichkeit, das mit Urin zu mischen. Und zwar eine ganze Menge Urin. Das ist hier ein 5 Liter Kanister, den ich immer benutze, wo ich vorher schon ein bisschen Triaterra-aktiv reinmache, so 100 Milliliter, dann 5 Liter Urin drauf mit der Zeit. Das ist noch eine andere Urinflasche, die ich auch voll gemacht habe. Das ist mein persönlicher Urin und den machen wir jetzt hier in die Triaterra-Streu rein, bis es einen feuchten Schlamm gibt. Kann ruhig ein feuchter Schlamm sein, wenn es nicht mehr Urin aufnehmen kann, dann ist es eigentlich fertig. Sprich, wenn man genug Urin da hat, dann wird auf so 50, 60 Liter Triaterra-Streu, wird man da vielleicht so 20, 30 Liter Urin brauchen, bis das richtig schlammig ist. Dann haben wir ein ausgeglichenes Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis. Die Holzkohle lädt sich mit Stickstoff und anderen Nährstoffen auf, die im Urin drin sind, im Überschuss drin sind. Und das wird, dann kann man dann direkt verwenden. Für Bokashi oder Kompost macht man das nicht, da ist genug Nährstoff drin. Hier, wenn wir es direkt verwenden wollen, dann würde man es so machen. Und das lässt man mehr oder weniger ein paar Stunden stehen, mischt das einmal durch und dann kann man das beim Erdbeerpflanzen pflanzen oder beim Bäume pflanzen mit reinmachen oder zur Beetvorbereitung einarbeiten. Oder wenn man im Frühjahr Kürbis pflanzt oder Tomaten oder was, Pflanzloch ein bisschen größer machen, tiefer machen als normal, unten eine Handvoll oder bei einem Baum eine Schippe oder zwei Schippen von diesem aktivierten, mit Nährstoff aufgeladenen Triaterra-Streu Pflanzenkohle rein und das hat den größten Effekt. Desto präziser man das an die Wurzel bringt, wenn das wirklich diese Unterfußdüngung ist damit, das hat manchmal erstaunliche Effekte. Also der Hans-Peter Schmidt hat das ja in Nepal, ich glaube, der hat da mehr als verdoppelt die Ergebnisse tatsächlich bei der Kürbispflanzung, wenn er das mit dieser Holzkohlen aktiviert. Und er hat das mit Kuhurin gemacht und Holzkohle unter Fußdüngung bei Kürbispflanzen mit einem gewaltigen Erfolg. Und da braucht man auch relativ wenig. Also muss man jetzt nicht irgendwie 20 Tonnen auf dem Hektar ausbringen, sondern da reichen wirklich schon auf einem Quadratmeter quasi wirklich eine Handvoll, 20, 30 Gramm, dass man das in jedes Pflanzloch mit reinmacht, beziehungsweise auf dem Hektar sind das dann irgendwie 200, 300 Kilo Kohle. Wenn man die präzise aktiviert, mit Nährstoffen auflädt und unter die Wurzel bringt, dann wird es interessant. Also das Material dann bei der Pflanzung oder direkt ausstellen auf die Beete. Ansonsten, ja, es riecht
Praktisch gar nicht, weil ich den Urin vorher schon mit DM gemischt habe und die Holzkohle sofort alle Gerüche aufsaugt. Also auch da kein Problem. Urin, ich habe darüber schon öfter geschrieben, ist ein idealer Dünger. Da ist alles drin. Stickstoff, Phosphor, Kali, Magnesium, aber eben alles schnell verfügbar gelöst. Das heißt, wenn wir es direkt anwenden wollen, dann muss die Pflanze gerade im grünen Wachstum sein. 1:10 verdünnt kann man Urin wunderbar anwenden. Oder man löscht eben seine Pflanzenkohle damit ab. Dann kann die Pflanzenkohle das aufnehmen, speichern und stellt das der Pflanze zur Verfügung, wenn sie es braucht. Viel Spaß mit der selbst hergestellten Triaterra-Streu. Bis nächste Woche.